Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Und in der Tat, ich bin eigentlich passionierter Bahnfahrer, aber ich wollte mich heute nun wirklich nicht darauf verlassen, hier pünktlich zu sein. Und samstags morgens sind ja die Straßen bekanntermaßen frei und ich hatte insofern auch etwas Glück. In der Tat hat das Ganze funktioniert. Ja, ganz herzlichen Dank für die nette Vorstellung. Ganz herzlichen Dank auch für die freundliche Einladung zu dieser Tagung. In der Tat ist mir das individualisierte Lernen ein Herzensanliegen. Als Leiter einerseits des Internationalen Zentrums für Begabungsforschung, aber auch wissenschaftlicher Leiter des Landeskompetenzzentrums für individuelle Förderung, was es Nordrhein-Westfalen gibt, und auch an unserer Universität habe ich eben auch einen Schwerpunkt in meinem Rahmen meines Lehrstuhls im Rahmen der individuellen Förderung. Ich möchte Ihnen jetzt einen kleinen Überblick, kleine Einblicke geben, auch aus wissenschaftlicher Sicht, aber immer auch mit dem Anspruch, dass wir hier auch entsprechende praktische Bezüge realisieren. Ich möchte Ihnen zunächst einmal etwas sagen zu der Frage von zu den Grundlagen von persönlichen Begabungen und Potenzialen. Ich möchte Ihnen aber auch einiges berichten zu Konzepten der individuellen Förderung. Ich glaube, die besten Konzepte finden Sie hier bereits auf dieser Tagung. Ich habe einige Stände bereits sehen können, bin sehr beeindruckt von diesen Beispielen und möchte da auch meinen höchsten Respekt äußern. Zum Schluss möchte ich aber auch noch mal eingehen auf die Frage von Qualifizierung von Lehrkräften, die, wie Weinert schon betonte, entscheidende Voraussetzung ist, um letztendlich individuelle Förderung auch umzusetzen. Und abschließend noch einen kleinen weiteren Hinweis. Ja, Sie finden hier oben ein Zitat von Johann Friedrich Herbert: Die Verschiedenheit der Köpfe ist das größte Hindernis aller Schulbildung. Eigentlich völlig konträr zu dem, was wir jetzt realisieren wollen. Aber in der Tat ist es so, natürlich auch die Frage von Heterogenität, die häufiger als Herausforderung betrachtet wird, aber umgekehrt auch auf der anderen Seite gesehen wird, ja, Heterogenität kann auch Schwierigkeiten zeigen. Die empirische Befundlage ist da in der Tat heterogen. Wir wissen mittlerweile, dass gerade für Kinder mit Förderbedarf auch die Heterogenität eine enorme Herausforderung sein kann im Hinblick auf die Leistungsentwicklung, aber auch im Hinblick auf die soziale Entwicklung. Wir wissen aber auch, und das ist, denke ich, auch immer wichtig zu betrachten, dass etwa für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler die soziale Entwicklung gerade durch heterogene Gruppierungen sehr gut gesteigert werden kann. Umgekehrt gibt es aber auch den Anspruch und die Erkenntnisse, dass zum Teil eben auch homogene Gruppenbildung im Sinne einer Homogenisierung wichtig sind. Also wir bewegen uns da in einem Spannungsverhältnis, nicht zuletzt auch im Kontext der inklusiven Bildung. Was mir wichtig erscheint, und das wurde auch schon in den verschiedenen Ständen deutlich, dass wir hier einen sehr breiten Begriff von Begabungen und Potenzialen auch zugrunde legen möchten, um auch da der Vielfalt der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. Es gibt eine Vielzahl von Begabungen, die sich in den unterschiedlichsten Bereichen zeigen, keineswegs nur im intellektuellen Bereich, im sprachlichen, räumlichen oder logisch-mathematischen Bereich. Nein, es gibt auch viele andere Begabungen, die sich häufig gar nicht unbedingt in den intellektuellen Bereichen zeigen, sondern wir haben das gerade gesehen, auch im musikalischen Bereich haben wir hier gerade hervorragende Begabungen bewundern dürfen, auch im sportlichen Bereich. Herr Minister, Sie haben es angesprochen mit Andre Agassi und anderen Tennisspielern. Aber auch, was wichtig ist, interpersonale Begabung, also wie weit kann ich sozial kompetent mit anderen agieren, aber auch die intrapersonale Begabung ist hier sehr wichtig, wie weit kann ich mich beispielsweise in andere Personen einfühlen. Was aber auch sehr wichtig ist, und das möchte ich hier betonen, auch der Bereich der praktischen Begabung, die werden häufig eben nicht hinreichend berücksichtigt. Und ich habe gesehen, es gibt ja auch Stände von Realschulen. Wir haben beispielsweise ein aktuelles Projekt, was gerade beginnt, umgesetzt zu werden mit der ThyssenKrupp-Stiftung, die beispielsweise gerade auch praktische Begabung oder sozial-emotionale Begabung, technische Begabung noch mal fördern wollen. Und letztendlich, und das kann ich auch aus meiner eigenen Tätigkeit als Lehrkraft betrachten, jedes Kind ist begabt, jedes Kind zeigt auch entsprechende Potenziale. Und es gilt, und das habe ich bei einer Veranstaltung in Bremen kennengelernt, die Potenziale in ihrer Vielfalt willkommen zu heißen. Und das scheint mir sehr wichtig zu sein, dass wir sehr viel stärker eine Potenzialorientierung realisieren und uns nicht nur an den Defiziten orientieren. Sie kennen das häufig auch aus eigener Erfahrung, gerade auch in Elterngesprächen wird häufig gesagt, naja, die Dinge, die du gut kannst, das ist nicht so wichtig, da müssen wir uns nicht drum kümmern, wir müssen uns so auf die Dinge konzentrieren, die du nicht so gut kannst.
Das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen natürlich schauen, dass wir auch entsprechende Lernbeeinträchtigungen durch entsprechende Förderangebote fokussieren. Wir müssen gleichermaßen aber auch die Stärken in den Blick nehmen. Und an dieser Stelle spielt das individuelle Lernen eine wichtige Rolle. Sie werden es wahrscheinlich nicht so genau erkennen können, aber auch hier ist ein Begabungsmodell, ein Begabungs- und Lernprozessmodell zu sehen. Sie sehen auf der linken Seite verschiedene individuelle Begabungen, wie ich sie auch gerade skizziert habe. Und das individuelle Lernen ist letztendlich der entscheidende Mechanismus, wie Weinert es sagt, um Begabung auch in entsprechende Leistungen umzusetzen. Und Sie sehen dabei auch, dass Persönlichkeitsfaktoren sehr wichtig sind, wie die Motivation, wie Lernstrategien, wie Selbststeuerungsfähigkeiten, die gerade auch im Rahmen des schulischen, aber auch außerschulischen Kontexts gefördert werden können. Sie sehen oben drüber die Relevanz auch von Umweltfaktoren. Und hier spielen Lehrpersonen eine wichtige Rolle, Erzieherinnen, Erzieher, aber natürlich auch Sie als Eltern. Und ganz entscheidend, und das zeigt auch nicht zuletzt die HETI-Studie, die ja auch die Wirksamkeit verschiedener Lehr- und Lernmethoden überprüft, ist die Beziehung. Die Beziehung zum Kind, die Beziehung, die Sie als Eltern gestalten, die Beziehung, die Sie aber auch als Lehrkräften mit den Kindern gestalten. Auch das ist ganz entscheidend, um letztendlich individuelles Lernen zu einem erfolgreichen Lernen werden zu lassen. Und um auch nochmal deutlich zu machen, dass auch ein erweiterter Begabungsbegriff oder ein begleiteter Begriff von Potenzialen wichtig ist, hat der amerikanische Begabungsforscher Renzulli auch nochmal betont, dass es auch sogenannte Intelligenzen außerhalb der Normalverteilung gibt. Intelligenzen, von denen er sagt, und wie ich es gestern, wir haben in dieser Woche beispielsweise unsere Prüfungswoche an der Universität Münster gehabt, über 30 Prüfungen, häufig auch zu dem Thema Begabung und Potenziale. Und eine Studentin, um das mal als Beispiel zu sagen, hat mal den Begabungsbegriff in unterschiedlichen Ländern untersucht. In Kenia hat sie den untersucht, in China hat sie den untersucht. Und sie sagte, dass da zum Beispiel in China ein sehr viel breiteres Begabungsverständnis herrscht und auch Faktoren, wie wir sie hier unter den kokognitiven Begabungen begreifen, auch eine wichtige Rolle spielen. Also die Frage von Optimismus, von Mut, Courage, aber auch die Frage von Leidenschaft ist hier ganz entscheidend für Themen, für entsprechende Fachgebiete. Die Sensibilität für menschliche Belange, physische, mentale Energie, die wichtig ist, nicht zuletzt im Bereich beim Tennisspiel oder auch im Rahmen der Musik, um Dinge umzusetzen. Und auch so eine gewisse Vision zu haben, Zukunftsvision zu haben. Albert Einstein hat mal von sich einmal gesagt, ob das nun stimmt, wage ich mal zu bezweifeln. Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. Aus Sicht der Begabungsforscher würden wir sicherlich auch Albert Einstein gewisse Begabung unterstellen. Insbesondere im logisch-mathematischen Bereich gibt es durchaus Hinweise darauf, dass sie in besonderer Weise vorhanden sind. Umgekehrt, und das möchte ich aber auch betonen, insofern ist Albert Einstein immer ein gutes Beispiel. Albert Einstein zeigte auf der anderen Seite auch durchaus deutliche Beeinträchtigungen, nämlich durch seine speziellen Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb. Und insofern ist Albert Einstein auch ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht nur darum geht, die Vielfalt zwischen den Schülerinnen und Schülern wahrzunehmen, sondern durchaus auch die Vielfalt innerhalb eines Kindes zu fokussieren. Ich selbst habe beispielsweise in meiner Dissertation damals geschrieben über besonders begabte Kinder mit Leserechtschreibschwierigkeiten. Die ersten Reaktionen, die ich immer erfahren habe, das kann doch gar nicht sein. Hohe Begabung und Rechtschreibschwierigkeiten schließt sich aus. Albert Einstein ist ein berühmtes Beispiel dafür. Es gibt viele andere Beispiele auch, die das deutlich machen. Zur Vertiefung fehlt aber leider die Zeit. Ich möchte aber deutlich machen, dass letztendlich im Rahmen der individuellen Förderung da es darum geht, und das hat damals das Forum Bildung im Jahre 2001 schon betont, dass es darum geht, Menschen nach ihren Fähigkeiten und Interessen entwickeln können und es gleichermaßen darum geht, das Vermeiden und den rechtzeitigen Abbau in den Blick von Benachteiligung in den Blick zu nehmen, wie auch das Finden und Fördern von Begabungen zu fokussieren. Kurz nach diesem Forum Bildung sind auch die ersten PISA-Resultate veröffentlicht worden. Und nach diesen PISA-Resultaten hat man sich dann zunächst einmal zum Teil auch sehr erfolgreich auf die Gruppe von Kindern aus benachteiligten Lagen konzentriert, Kinder mit Migrationshintergrund konzentriert. Und da hat Deutschland auch, wie die letzte PISA-Studie zeigt, deutliche Erfolge erzielt. Wo es allerdings einen deutlichen Nachholbedarf geht, ist bezogen auf die Gruppe von den sogenannten begabten und talentierten Schülerinnen und Schülern.
Da zeigen sich in der letzten ersten Dekade nach PISA keine Verbesserungen. Und auch PISA macht hier deutlich, dass es Nachholbedarf bezogen auf diese Gruppe gibt. Dazu hat es auch die internationale Grundschulleseuntersuchung hat Ähnliches bestätigt und eine deutliche Disbalance von Förderangeboten, Lernangebote für leistungsschwächere Schülerinnen und Lernangeboten für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler ausgewiesen. Im Übrigen sind die Länder, die besonders gut in den Studien abschneiden, solche, bei denen das Fordern und Fördern gleichermaßen ausgeprägt ist. Insofern ist es auch eine logische Konsequenz auch von der Kultusministerkonferenz, dass jetzt gerade im Juni diesen Jahres eine Förderstrategie für, ich möchte es ergänzen, potenziell leistungsstarke Schülerinnen und Schüler verabschiedet wurde, um eben auch den Anteil der Kinder auf den oberen Kompetenzstufen zu erhöhen. Da geht es um Aspekte und ich war an der Tagung mit beteiligt, wo auch diese Förderstrategie vorbereitet wurde. Aspekte von Diagnostik, Diagnostik von Potenzialen, das ist für alle Schülerinnen und Schüler wichtig, aber auch um organisatorische schulische Förderangebote von Möglichkeiten der Anreicherung des Unterrichts über mögliche beschleunigte Maßnahmen, aber auch Aspekte der äußeren Differenzierung sind wichtig, wozu spezielle Gruppierungen gehören, aber durchaus auch, wie sie in Baden-Württemberg ja durchaus eine lange Tradition haben, spezielle Schulen für diese Kinder, bis hin aber auch zur inneren Differenzierung. Das scheint mir ganz zentral zu sein und da sind hier, finde ich, auch hervorragende Beispiele vertreten. Wie kann ich die unterschiedlichen Potenziale auch innerhalb des regulären Unterrichts unterstützen? Um da ein Beispiel zu nennen, mir sagte auch mal ein Schüler, der häufig auf die außerschulischen Maßnahmen oder außerunterrichtlichen Maßnahmen verwiesen wurde, wissen Sie, ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, mich nachmittags zu den Personen zu gehen, die mich vormittags im Unterricht langweilen. Also auch die zentrale Botschaft, wie können wir den unterschiedlichen Potenzialen auch innerhalb des regulären Unterrichts gerecht werden. Es bedarf aber auch schulergänzende Maßnahmen von Wettbewerben, aber, und das wird ja auch hervorgehoben, die Qualifizierung von Lehrkräften ist wichtig, Netzwerkbildung in Bildungspartnerschaften bis hin auch zur Frage der Evaluation dieser Angebote. Das ist vielleicht nur ein Akzent bezogen auf diese Gruppe. Letztendlich geht es aber darum, die Begabung und Potenziale aller Schülerinnen und Schüler in den Blick zu nehmen. Und dabei, so zeigen die meisten Definitionen auch von individueller Förderung, eine gezielte Anpassung des didaktischen Lernangebotes, also des schulischen, vorschulischen, außerschulischen Lernangebotes, an die diagnostizierten Lernbedürfnisse zu realisieren. Insofern spielt auch bei dem individuellen Lernen die Diagnose eine ganz wichtige Rolle. Das heißt nicht, dass Sie grundsätzlich mit allen Kindern Tests machen müssen, aber es heißt, dass Sie Ihren diagnostischen Blick deutlich stärken müssen, etwa auch im Rahmen von Beobachtung. Darauf anpassend dann entsprechende Förderangebote zu realisieren und dann aber auch, und das scheint mir nochmal sehr wichtig zu sein, entsprechend zu evaluieren. Welche Wirkung hat es gebracht und was bedeutet das jetzt auch für die weitere Förderpraxis? Wir haben das in einer Studie für die Friedrich-Ebert-Stiftung publiziert, die Sie auch kostenlos dort herunterladen können. Die wird auch nochmal neu aufgelegt und wir haben dort einige Beispiele auch beschrieben, wie letztendlich individualisiertes Lernen, individuelle Förderung gelingen kann. Ich muss aber sagen, das, was Sie hier heute an den Ständen der verschiedenen Schulen sehen können, ist weitaus mehr und weitaus besser als das, was wir hier in der Kürze beschreiben können. Hier nur im Überblick, es geht darum, verschiedene diagnostische Instrumente anzuwenden. Ich bin von Hause eben auch Lehrer und Psychologe und habe mich an der Stelle gefragt, ja, was war da eigentlich die bessere Lehrerausbildung? Also dieser diagnostische Blick, das ist einer, der im Rahmen der Lehrerbildung stark geschärft werden muss über den Einsatz schulisch möglicher Testverfahren, aber auch Beobachtungs- bis hin zu alternativen Verfahren. Gerade da habe ich hier auch gute Beispiele gesehen, aber auch didaktische Konzepte, des selbstregulierten, des kooperativen Lernens mit entsprechenden Lernstrategien, Aufgabenformate sind wichtig. Und last but not least ist gerade erfordert das individualisierte Lernen auch eine erweiterte Lehrerinnen- und Lehrerrolle. Sie sind dann eben nicht nur mehr Wissensvermittler, sondern auch Moderator von Lernprozessen, Lerncoaches von Lernprozessen. Auch dazu habe ich hier, finde ich, schöne Beispiele gesehen. Was mir noch wichtig ist, und ich komme damit auch schon allmählich zum Schluss, einige Dinge hervorzuheben, was vielleicht eher ungewöhnlich ist.
Ich habe bereits auch in der Folie von Renzulli hervorgehoben, dass die Frage auch von Leidenschaft wichtig ist. Da hat Rabelais, und der wird auch gerne aus Sicht der Hirnforschung zitiert, einmal gesagt, Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Feuer, die entfacht werden sollen. Die Frage ist, wie kann es uns als Lehrkräfte, wie kann es uns als Eltern gelingen, dieses Feuer zu entfachen? Dadurch, durch Eigenständigkeit des Lernens, wie Deci und Ryan schon betonen, Autonomie erleben, also dadurch, dass Kinder zum Beispiel zu persönlichen Interessensgebieten arbeiten können oder Lernwege bestimmen können. Wichtig aber auch, individuelle Erfolgserlebnisse zu ermöglichen, und die können für die Kinder ganz unterschiedlich sein. Wir beispielsweise realisieren immer einmal pro Jahr so einen Kongress für Kinder, wo sie persönlich ihre eigenen Arbeiten zu selbstgewählten Themen vorstellen können. Sie können sich vorstellen, vor einem ähnlich großen Publikum wie hier kann das schon deutliche Erfolgserlebnisse bedeuten. Und wichtig, last but not least, und das zeigt auch nochmal den unteren Aspekt, das Beziehungserleben, die soziale Eingebundenheit ist hier wichtig. Ich will Ihnen das an einem Beispiel zeigen, was sehr verbreitet ist mittlerweile auch in vielen Bundesländern in Deutschland, wo es darum geht, in einem Erweiterungsforder- und Förderprojekt die Kinder in ihren Begabungen, Interessen zu fordern, aber auch entsprechend zu fördern. Sie einerseits nach einer Förderdiagnostik zu schauen, was sind eigentlich, wie sehen die Lernkompetenzen aus, wie sehen die Potenziale, Interessen aus, darauf basierend den Kindern zu ermöglichen, Themen zu wählen, Forschungsfragestellungen umzusetzen, Informationen zu suchen über Bibliotheken, kleine Experimente, diese dann schriftlich zu dokumentieren und anschließend auch vor Publikum zu präsentieren, bis hin auch zur Frage der Evaluation solcher Projekte. Da eine interessante Erfahrung. Ursprünglich war das als Projekt der Begabungsförderung angelegt. Mittlerweile ist das Projekt auch in Förderschulen angekommen, weil auch gerade im Bereich der Sonderpädagogik, so sagen mir viele Kollegen, die Frage des selbstgesteuerten, interessengeleiteten Lernens noch nicht die Bedeutung bietet, die eigentlich dort vorhanden sein soll. Last but not least, wie gesagt, möchte ich zum Schluss einmal auf den Bereich der Lehrerbildung eingehen. Letztendlich, und das war auch der Grund, weshalb ich jetzt in die Lehrerbildung hineingegangen bin an der Universität, kommt es darauf an, dass wir Lehrpersonen adäquat qualifizieren. Stichwort hier adaptive Lehrkompetenz, also wie können wir als Lehrperson, welche Kompetenzen können wir als Lehrperson erwerben, um letztendlich bestmögliche Lernbedingungen für das Erreichen von Lernzielen zu betrachten. Ein Zitat, was auch unsere Studierenden für häufig interessant ist, ist das, was Bertolt Brecht geprägt hat. Jeder Lehrer muss lernen, mit dem Lehren aufzuhören, wenn es Zeit ist. Das ist eine schwere Kunst. Die Erfahrung machen auch unsere Studierenden immer wieder. Gerade im Rahmen des individualisierten, selbstgesteuerten Lernens ist es dann einfach auch wichtig zu sehen, über welche Kompetenzen verfügen Kinder schon und wie kann man sie dann auch zum selbstregulierten Lernen bewegen. Dazu braucht es verschiedener Kompetenzbereiche, dazu braucht es fachlicher Kompetenzen, da ist unsere deutsche Lehrerausbildung gut ausgeprägt. Wir müssen aber dann auch nochmal auf die unterschiedlichen Heterogenitätsdimensionen eingehen. Wie sieht ein begabungsförderliches Lernen für Kinder mit Beeinträchtigungen aus, mit besonderen Potenzialen, mit Zuwanderungsgeschichte? Es braucht eine Verstärkung der diagnostischen Kompetenzen. Das scheint sehr wichtig zu sein über Beobachtung, Befragung, Erweiterung der didaktischen Kompetenzen. Und da bilden die Schulen hier hervorragende Beispiele an. Und last but not least, aber auch der Bereich der kommunikativen Kompetenzen. Über alles, und das ist hier gewissermaßen als Querlage skizziert, ist die Frage der potenzialorientierten Haltung. Wie können wir uns an Stärken orientieren und diese Stärken zum Beispiel auch zur Bewältigung von Schwierigkeiten nutzen? Wie können wir auch die Beziehung zum Kind als entscheidende Säule für erfolgreiche Lernprozesse realisieren? Das vielleicht meine kurzen Ausführungen. Ich komme aus dem schönen Münster, bin hier in schöne Kornwestheim gekommen, möchte Sie aber zurück einladen nach Münster, nämlich zu unserem 5. Münsterschen Bildungskongress, der jetzt im September stattfindet, zu den Themen Potenzialentwicklung, Begabungsförderung, Bildung der Vielfalt mit über 150 Referentinnen und Referenten aus dem In- und Ausland. Und wenn Sie dieses Thema weiter vertiefen möchten, finden Sie dort noch entsprechende Anregungen. Flyer habe ich mitgebracht. Bis zum 15. Juli geht auch der frühe Buchertarif. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.